keine Abstellungen an Nationalspielern jetzt kommen müssen? Also, dass alle sozusagen einen Kopf frei haben für den Klassenerhalt und nicht schon irgendwie in Gedanken bei der WM sind oder so? Ist das ein Vorteil oder spielt das keine Rolle? Ja, kommt auf die Situation an. Es gab Zeiten, wo ich froh war, dass ich mal weg war, sag ich mal, wieder neue Luft schnuppern konnte und demnach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein wieder hier zurückgekommen bin. Und das hat der Mannschaft auch ab und zu geholfen. Ja, interessanter Aspekt. Vor 25 Jahren hatte der FCK auch keine Abstellungen an Nationalspielern, jedenfalls keine bemerkenswerten. Und es hat der Mannschaft auch gut getan, denn damals war sie auf Platz 3. Glaubt man kaum noch. Vor 25 Jahren zeigt der FCK zum Rückrundenauftakt Bayer Leverkusen bereits nach 9 Minuten, wer der Herr im Hause Betzenberg ist. Funkels 1:0 hochverdient. Danach schleicht sich allerdings der Schlendrian ein. Besonders Michael Dusek hat Probleme mit Arne Lars Ökland. Leverkusen kommt zu Chancen. Und noch einer scheint von der Lethargie im Abwehrzentrum infiziert. Ronny Hellström, der Meister auf der Linie, sieht bei diesem abgefälschten Schuss von Peter Zech alt aus. 1:1, auch noch 6 Minuten vor Spielschluss, aber das muss ja nichts heißen auf dem Betzenberg. Friedhelm Funkel wird gehalten, Schiedsrichter Werner Ross schaut ganz genau hin und entscheidet auf Elfmeter. 11 Leverkusener protestieren, 17.000 im Stadion jubeln. Diese 4 bleiben ganz ruhig, wie auch Hans-Peter Briegel. Das 2:1 kurz vor Schluss. Das Spiel doch noch gewendet? Ja, allerdings mit freundlicher Unterstützung des Schiedsrichters. Denn der sieht Hannes Riedels Eckballverlängerung im Tor. 3:1 gewinnt der FCK, man könnte sagen mit Betze-Bonus, und bleibt unangefochten auf Platz 3 der Tabelle. Das waren noch Zeiten. Also für Platz 3 wird es nicht reichen am Sonntag. Aber so 3:1, 10 Minuten vor Schluss wäre okay als Ergebnis, oder? Ja. 3 Dinge von Halil Altıntop. Ja, muss nicht unbedingt sein, die 3 Punkte sind mir lieber. Okay. Ich habe es vorhin schon angesprochen, am Sonntag wird zum ersten Mal das Fritz-Walter-Stadion WM-reif sein, zumindest mal im Innenbereich des Stadions, also maximales Fassungsvermögen 48.500, 32.000 Karten sind verkauft. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man dann da unten drin steht und blickt auf ein Stadion, das so gewachsen ist, das so groß geworden ist? Merkt man das irgendwie, realisiert man das? Ja, schon. Es ist viel passiert in der Zeit. Viel an dem Stadion rumgebaut worden und so. Ich bin aber der Meinung, wenn man draußen sitzt und sich das Spiel anschaut, ist mehr Stimmung. Ist mehr Stimmung? Ja, ist ein besseres Gefühl, meiner Meinung nach. Gut, also es ist noch ein bisschen Platz, wie gesagt. Ein paar Plätze sind noch frei, 32.000 Karten. Sie können also am Sonntag noch einen kleinen Ausflug ins Fritz-Walter-Stadion machen. Wir wollen mal einen Blick werfen auf unsere kleine Umfrage. Wie optimistisch sind denn die FCK-Fans oder wie pessimistisch sind sie? Also wir hatten gefragt, glauben Sie, dass der erste FC Kaiserslautern den Klassenerhalt schafft oder glauben Sie, der FCK steigt ab? 78% sagen ja, der FCK bleibt drin und 22% nein, der FCK steigt ab. Ja. 78% glauben, der FCK schafft es noch. Ist es ein bisschen wenig oder reicht Ihnen das? Hätten es mehr sein können? Also ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Weil ich ab und zu das Gefühl hatte, dass nicht wirklich viele hinter uns stehen. Und das brauchen wir. Und demnach können wir jetzt am Sonntag auflaufen. Gegen Wolfsburg. In Wolfsburg gab es eine Minuskulisse, da waren relativ wenig. Aber kriegt man das dann mit? Haben Sie das Gefühl, dass da jetzt so ein bisschen wieder was sich bewegt? Oder muss das erst doch noch erarbeitet werden, dass da von den Rängen wieder mehr auf den Platz kommt? Ja, man merkt schon, dass da sich was tut. Aber ich bin der Meinung, da müssen wir erstmal wieder ein paar gute Spiele abliefern. Dann wird es auch wieder im Stadion voll. Gut, also meine Damen und Herren, am Sonntag geht der erste FC Kaiserslautern auf Aufholjagd und wir drücken alle Daumen. Wenn Sie demnächst mal hier dabei sein wollen, wenn ein anderer FCK-Spieler bei uns Rede und Antwort steht, kein Problem. Wir haben eine Telefonleitung geschaltet und Sie können sich anmelden mit Ihrem Club, mit Ihrem Verein. Lassen Sie es uns wissen. Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer 06131 929 3324 06131 929 3324.
3324 und dann sind Sie vielleicht demnächst hier zu Gast. Ein herzliches Dankeschön an Halil Altintop. Wir drücken die Daumen. Alles Gute. Jetzt geht's weiter mit Christian Döring und alles Neue über Mainz 05. Tschüss, mach's gut. Große Ereignisse werden unsere Sendung bestimmen. Das sind natürlich die Olympischen Winterspiele, dazu gleich mehr. Da gibt es die Fußball-Weltmeisterschaft. Sie können auch heute wieder zwei Karten für ein Original-WM-Spiel auf dem Betzenberg gewinnen. Und da ist natürlich als drittes Highlight die Bundesliga. Also, aufstehen von der Bank auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern mit den neuesten Erkenntnissen der Rückrundenvorbereitung Richtung Mainz aufbrechen und zu Flutlicht kommen. Herzlich willkommen, Olaf Marschall, Teammanager vom 1. FC Kaiserslautern. Guten Abend. Guten Abend. Also, die Leute sind ganz heiß. Der Ball muss endlich wieder rollen. Gestern ist er gerollt in einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Yverdon. 1:0 Sieg. Wie viel lässt dieses Spiel zu an Rückschlüssen auf die bevorstehende Rückrunde? Es war mit Sicherheit ein guter Test, aber es ist natürlich immer noch ein Freundschaftsspiel und am Wochenende wartet natürlich ein anderes Kaliber auf uns. Also mit Schalke kommt ein anderer Testgegner buchstäblich. Gut, Testgegner möchte ich nicht sagen, aber es ist, geht natürlich um viel am Wochenende und Schalke hat natürlich klasse Spieler dabei und da versuchen wir unser Bestes und versuchen die Punkte bei uns zu lassen. Also beim 1. FC Kaiserslautern neue Gesichter, neue Variationen, neue Umstellungen, darüber werden wir diskutieren und zeigen werden wir es Ihnen auch. Olympische Und wir begrüßen noch mal ganz herzlich Olaf Marschall, Teammanager beim 1. FC Kaiserslautern. Hallo. Hallo. Also, Bayern München gegen Mainz 05, Pokal-Viertelfinale. Wie weh tut's denn noch, die Erinnerung an dieses sehr unglücklich verlorene Pokalspiel gegen Mainz? Das tut natürlich allen, die dabei waren und alle, die gespielt haben und die das gesehen haben, tut natürlich noch sehr weh, weil es war für uns irgendwo unglücklich, wie es passiert ist. Ich meine, im Nachhinein hat man gesehen, dass der Ball drin war. Der Ferri hat selber gezeigt noch, dass er drin war, aber es wurde nicht so entschieden. Tut es auch wirtschaftlich weh? Ja, mit Sicherheit. Sicherlich haben die Mainzer jetzt Einnahmen, die wir gerne hätten. Die sie gut gebrauchen könnten bei der Verpflichtung. Ja. Möglich neue Spieler. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen nochmal. 10 Tage Trainingslager liegen hinter der Mannschaft. Sonne tanken, Moral tanken. Und das hat sich offenbar auch ausgezeichnet, denn es heißt Aufbruchsstimmung. Die Spieler sprechen davon, mental noch stärker. Jetzt packen wir es. An was machen Sie denn diesen Stimmungsumschwung fest? Den Stimmungsumschwung mache ich schon mit dem Ende des letzten Jahres fest. Wir haben die letzten beiden Spiele vor allen Dingen gezeigt, dass es geht. Mhm. Vor allen Dingen gegen Wolfsburg, dann gegen Mainz nochmal, wo wir eigentlich als Sieger vom Platz hätten gehen müssen. Und es ging jetzt weiter. Ich sag mal, wir haben noch 3 neue verpflichtet. Wir hatten ein gutes Trainingslager in Spanien. Stimmte im Grunde fast alles. Haben am Wochenende einen guten Test gehabt. Und jetzt sind wir alle gespannt auf das Wochenende. Okay, dann greifen wir doch den Ball gleich auf. Wir gucken uns diesen Test mal an. Auf dem Betzenberg gegen den Schweizer Erstligisten Yverdon. Und schon beim Einlaufen der Mannschaften konnte man natürlich erste Anzeichen für Veränderungen feststellen. Bernd Schmidt berichtet. Es wird wohl diese Mannschaft sein, die in einer Woche gegen Schalke 04 den Kampf um den Klassenerhalt aufnehmen wird. Vielleicht noch 1-2 Änderungen, mehr nicht. Eine Personalentscheidung steht definitiv fest. Nach langen Gesprächen bleibt Marco Engelhardt Kapitän. Er hat klasse Reaktionen gezeigt in dem Gespräch, das wir hatten, auch mit Wolfgang Funkel. Und da haben wir uns entschieden, dass er Kapitän bleibt. Er hat ja keine goldenen Löffel geklaut. Den Gegner früher attackieren, schneller und direkter nach vorne spielen. Wolfs Fußballphilosophie setzt hier der Norweger Jon Inge Hoyland um. Der neue rechte Verteidiger mit einer starken ersten Halbzeit. Die Generalprobe gegen den Schweizer Tabellen-7. Yverdon Sport, 45 Minuten lang ganz ansehnlich. Boubacar Sanogo mit dem Tor des Tages. Die Mannschaft erfüllte die Trainervorgaben. Schweizer Gegentreffer gab es nicht. Die FCK-Viererkette für den Abstiegskampf völlig neu formiert. Wolfgang Wolf hat seine Konsequenzen aus 44 Gegentoren gezogen.
dass die ganze Mannschaft in einen Block und dann weit, weit vorne verschiebt. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut, weil ihr könnt den Gegner weit weg vom Tor halten und dann bieten wir auch wenig Möglichkeiten den Gegner. Der neue Abwehrchef heißt Mathieu Béda. Der Franzose, fußballerisch ganz sicher stärker als andere Innenverteidiger beim FCK, genauso wie der offensivstarke Norweger Højlund. Ob die Neuen auch die nötige Zweikampfstärke mitbringen, darüber gab der Test keinen Aufschluss. Wenn es sein muss, können sie dagegen halten, gewinnen die Zweikämpfe, sind taktisch sehr gut und spielen natürlich hinten raus unter Druck gut. Auch Marcelo Pletsch steht unter Druck, sozusagen der letzte Verbliebene aus der Henkerabwehr. Spielte gestern solide, kämpft um seinen Platz, hat aber A-Jugendspieler Fabian Schönheim im Nacken, der wegen seiner Abiturprüfung das Trainingslager verpasste. Der dritte neue Baller Sporbeli ganz rechts wird gegen Schalke nicht spielen können. Somit wird wohl Axel Bellinghausen als linker Verteidiger im Team bleiben und der für diese Position vorgesehene Kapitän Engelhardt im Mittelfeld spielen. Wolfgang Wolf zieht seine Linie knallhart durch, lässt Spieler, an denen er zweifelt, lieber auf der Bank und holt stattdessen mit Sebastian Reinert den dritten A-Jugendspieler in den Kader. Im Angriff setzt Wolf auf Boubacar Sanogo als Sturmspitze. Carsten Janker ist dauerverletzt und keine Alternative. Sanogo und Altintop, das ist zu wenig. Der Leverkusener Jacek Cinovec ist als vierter Neuer beim FCK im Gespräch. Ja, ich hätte ihn gern, ich würde ihn liebend gern nehmen, ist klar. Ich bin mit ihm aufgestiegen in Nürnberg. Das ist ein klasse Spieler, der wird gut in die Mannschaft reinpassen, können wir uns aber finanziell nicht leisten, das ist auch klar. Wir arbeiten dran, wir sondieren den Markt, wir schauen und wenn ich einen Spieler habe, wo ich sage, der gefällt uns, werde ich mich mit René Jäger zusammenhocken und dann werden wir diskutieren und er wird mir sagen, ob finanziell noch was möglich ist. Skiller, Sanogo, Altintop, fällt nur einer längerfristig aus, ist der Klassenerhalt in Gefahr. Fragt sich, ob Vorstandschef Jäggi deshalb ins finanzielle Risiko geht. Wir haben uns jetzt gestreckt, haben eigentlich Dinge gemacht, die wir in unserem Budget gar nicht geplant haben. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben einen neuen Assistenztrainer, wir haben einen neuen Headscout, wir haben jetzt schon drei Spieler geholt und da spricht man jetzt von offensiv. Also man hatte ja auch gesagt, dass einige weggehen müssen, das ist auch noch nicht passiert. Im Moment bleibt die Situation so, wie sie ist und wir haben noch eine Woche Zeit, da müsste dann aber auch etwas passieren, was das Budget entlastet. Harte Zeiten für den Teammanager. Bringen die ersten drei Spiele nicht 6 oder 7 Punkte, kann Olaf Marschall schon mit den Planungen für die zweite Liga beginnen. Kommen wir zuerst auf die Jungen zu sprechen. Die Jungen sind die Zukunft des FCK, hat ja Wolfgang Wolf ausgegeben. Als Feststellung, Schönheim, Halfa, der hat auch jetzt einen Vertrag unterzeichnet bis 2010. Wie wollen Sie Reinert binden? Indem wir ihm ganz einfach einen Vertrag anbieten und er den unterschreibt. So, wann wird das sein und wie lange wird er gehen? Gut, wir werden uns mit ihm zusammensetzen, mit dem Berater von ihm. Und wir wollen ihn natürlich so lange wie möglich binden. Und wir hoffen, dass wir das natürlich in der nächsten Zeit tun können. Mhm. Diese Jungen, 18 Jahre alt, ist das schon ein Teil, weil man muss in diesem Geschäft ja sehr langfristig planen, ein Teil eines Plan Bs, wenn es mit dem Klassenerhalt eben doch nicht klappen sollte? Nein, ich glaube, die Jungen haben die Klasse, egal wie wir jetzt, ob wir in der Bundesliga bleiben oder ob wir in der zweiten Liga, dass sie zu dem Kader gehören. Sonst würden wir sie nicht jetzt schon dazu nehmen. Also da gibt es keinen Plan B oder C. Die Jungen haben die Klasse, um als Profi beim FCK aufzulaufen. Der Plan A muss erstmal sein, die Klasse zu halten. Dazu, das haben wir in dem Beitrag von Bernd Schmidt gesehen, soll die Offensive noch mal verstärkt werden, eine Alternative im Sturm. Wie weit sind Sie da? Wir sind noch am Schauen. Eruieren, was machbar ist, wer noch dazukommen kann, ist es mit Sicherheit nicht einfach, weil, wie soll ich sagen, wir haben nicht die Mittel, um große Einkäufe zu machen. Und da muss man natürlich genau schauen, wer uns weiterhelfen kann. Ist so ein Name wie Cimonek kein Thema mehr, definitiv, wie es Wolfgang Wolf angedeutet hat, oder ist da noch Resthoffnung? Gut, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber es ist natürlich schwierig, so ein Kaliber wie den Cimonek nach Kaiserslautern zu holen. Das heißt, auf der einen Seite will man Alternativen im Spielerbereich, auf der anderen Seite muss man natürlich Spieler wieder loswerden, um damit auch schon mal Geld zu verdienen. Jetzt gab es ja angeblich eben Gespräche zwischen Wolf und einigen Spielern.
denen nahegelegt wurde, den Verein verlassen zu können. Der Vertrag würde sofort aufgelöst. Wie weit sind Sie da? Es gibt mit Sicherheit für den einen oder anderen lose Anfragen. Aber ich sage mal konkret, außer der Jochen Seitz ist bis jetzt eigentlich noch nichts geworden. Also nach Hoffenheim, genau. Ja. Also aber Sie haben nur noch eine Woche Zeit. Also ja, warten wir noch ab, was die Woche noch bringt, ob der eine oder andere noch, ich sag mal, konkreter wird. Mhm. Immer noch eine Woche Zeit und da werden wir sehen, was noch kommt. Also es gibt realistische Hoffnungen. Sie haben gerade gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die ein oder andere verlose Anfrage, nachschauen mal. Es haben sich ein, zwei Scouts angemeldet von Mannschaften, die uns mal beobachten wollten. Also von daher gibt es schon Interesse. Aber die entscheidende Frage und die entscheidenden Unterschriften sind nicht getätigt. Was ist Ihre Funktion dabei als Teammanager? Wie agieren Sie? Wie gehen Sie vor? Wie vermitteln Sie zwischen Präsidium und Trainer? Wir stehen eigentlich jeden Tag in Kontakt. Also wir sind immer im Gespräch, der Trainer, ich, Trainer Jäcki. Also das ist jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, ich bin beim Trainer, dann lauf zum Trainer Jäcki. Wir sind eigentlich ein Team, eine Gruppe. Und wir sind eigentlich jeden Tag in den Gesprächen dabei. Also da gibt es keine Unterbrechung. Gut. Die erste Bilanz aus Trainingslager und Testspiel gestern, die 3-9, vor allen Dingen die Viererkette, ist völlig neu formiert worden. Sind Sie zufrieden? Ja gut, die 3-9, der eine konnte seinen Beitrag nicht so. Klar, der hat zugeschaut, aber trotzdem, die Hälfte der Viererkette ist mit den 2-9 bestritten worden. Die Viererkette hat gestern vor allen Dingen die erste Halbzeit sehr gut gespielt, hat vor allen Dingen von hinten auch mal wieder spielerische Elemente mitgebracht. Und ich glaube, wir haben keine Chance zugelassen, dass sie ihre Sache gemacht haben. Gut, Sie haben ja selbst schon angedeutet, Schalke ist dann natürlich mit einem ganz anderen Sturm dann am Sonntag zu Gast auf dem Betzenberg. Trotzdem ist einigen natürlich die Facette aufgefallen, dass diese 3-9 drei Ausländer waren. Und man erinnert sich natürlich an die Zeit, wo Leute wie Jäcki, Gerrit, Ciara, auch Henke und so, haben alle natürlich Wert darauf gelegt, es soll eigentlich Deutsch gesprochen werden am Betze. Heißt das, das ist etwas mehr in den Hintergrund jetzt getreten? Gut, es ist mit Sicherheit immer schwieriger, gute deutsche Spieler zu kriegen, weil es ist natürlich auch eine Frage des Preises. Mhm. Und von daher muss man schauen, wo man sich am besten verstärken kann, was machbar ist. Und das waren die drei im Grunde. Und sicherlich ist es kein Problem, indem sie Deutsch lernen, dass sie in den nächsten Wochen auch Deutsch lernen. Mhm. Sie meinen, ein Deutschlehrer ist billiger als ein deutscher Spieler dann sozusagen, ja? Das ist Ihre Auslegung. Okay, also jedenfalls das Nahziel ist dann nächsten Sonntag der Rückrundenauftakt. Der Gegner ist schwer genug, Schalke. Sie wissen, Flutlicht plant gerne weit voraus. Sagen Sie uns doch mal einen kleinen Tipp, wer schießt den Siegtreffer? Wen sollen wir einladen zum Interview? Ich glaube, der Halle hat, glaube ich, am Wochenende eine gute Form. Okay. Und er wird das eine machen und der Buber das zweite. So, okay. Wir nehmen Sie beim Wort, wenn es denn so kommen wird. Olaf Marschall, danke schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für die weitere Spielersuche. Unsere kleine Flutlichtlampe, wie immer. Danke für den Besuch, dass Sie da sind.